Jetzt noch ein Video zum Thema Homosexualität und Gesellschaft. Weil es gibt immer noch die leidige Diskussion um Homosexuelle, ihre Akzeptanz und es wieder argumentiert wird, dass es psychisch Kranke sind und all sowas. Also beginnen wir erstmal allgemein. Homosexuelle, also im gesamtgesellschaftlichen Bild betrachtet, Homosexuelle stören das System. Und zwar das festgefahrene System Mann-Frau, was ein Idealbild ist. Und gegen dieses Idealbild verstoßen ja Homosexuelle auch. Dass es halt ein Idealbild gibt mit Schwarz und Weiß, Mann und Frau, Yin und Yang, wie man so schön sagt. Und Systeme oder Idealbilder sind nochmal dazu, da Sicherheit zu verschaffen. Und diese Sicherheit wird dann halt gestört durch diese Homosexuellen, weil die passen halt nicht ins Bild. Die sind halt bei einem Schwarz-Weiß-Bild, die Farbe Rot oder so. Und unsere Gesellschaft hat alles um dieses Mann-Frau-Familienbild aufgebaut. Unsere Gesellschaft baut auf diesem Bild auf diesen Geschlechterrollen. Homosexuelle zeigen eine weitere Möglichkeit statt A und B. Also es ist eine weitere Möglichkeit zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Und sie sind biologisch gesehen irrational. Ich möchte aber nicht, dass es falsch verstanden wird, dass das ein Grund ist, sie herabzuwürdigen. Nein, es zeigt einfach, dass die Argumentation mit der Biologie und der Natur sehr fragwürdig ist und schon lange überholt sein müsste. Man müsste eine neue Diskussionsgrundlage schaffen. Homosexuelle unterliegen dem Wandel der Zeit und der Gesellschaftsbilder. Das bedeutet, dass Homosexuelle in anderen Gesellschaften besser dagestanden haben. Es gab Zeiten, da war die Liebe zwischen Mann und Mann was ganz Besonderes. Der Kontakt zwischen Mann und Frau war nur zur Fortpflanzung da. Das war da nichts Besonderes. Homosexuelle werden auch festgelegt auf bestimmte Bilder. Meistens dieses tuntenhafte Verhalten. Wo man aber auch davon ausgeht, dass viele Homosexuelle das überhaupt nicht lustig finden, wenn sie jedes Mal mit solchen Leuten in Verbindung gebracht werden. Vor allen Dingen, weil es ja klischeehafte Medienbilder sind. Und diese Festlegung auf bestimmte Bilder hängt wahrscheinlich auch mit der Distanz zusammen. Von den bestimmten heterosexuellen Menschen zu homosexuellen Menschen. Die Unfähigkeit, Verständnis dafür zu zeigen oder Interesse. Interesse ist zum Beispiel auch ein sehr großes Problem dabei. Diese Festlegung kann auch sehr negativ sein, dass beispielsweise gab es auch so eine fragwürdige Verbindung zwischen Homosexuellen und Pädophilen, was natürlich absoluter Murks ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt kommen wir mal zu den Argumenten. Also das sind ja meistens Kontra-Argumente. Interessant, also wenn es um Schwule geht, gesellschaftlich betrachtet, geht das immer um Kontra. Okay. Erstes Argument, es sei wieder der Natur. Dazu sage ich jetzt Folgendes. Die Natur ist ein hochkomplexes System, unüberschaubar, dass solche Äußerungen wie es sei wieder der Natur gar nicht zutreffen, weil man solch eine Festlegung bei der Hochkomplexität der Natur überhaupt nicht machen kann. Dazu kann ich dann noch sagen, in der Natur gibt es homosexuelle Tiere. Das ist auch, wie soll ich sagen, nachgewiesen, entdeckt. Und da gibt es auch viele Berichte davon. Und was man noch zu diesem Argument sagen muss, es sei wieder Natur, jetzt mal Folgendes, es ist doch immer wieder erstaunlich, dass manche Personen, wenn sie versuchen, ihre Argumente mit mehr Autorität oder mehr Glaubhaftigkeit zu versehen, wie schnell da manche Leute zu Wissenschaftler werden, also Naturwissenschaftlern. Ein Kontraargument gegen Schwule ist, wenn alle schwul wären, bestünde ja die Gefahr, dass die menschliche Rasse ausstirbt. Also da kann ich nur eines dazu sagen. Dieses Argument kann man ja schon damit entkräften, dass solch eine Äußerung eh nur von Heterosexuellen kommt. Also gibt's ja noch welche. Die meckern zwar nur, aber... Und es wird auch mal gesagt, die Liebe zwischen Mann und Frau hat halt die Fortpflanzung zur Folge und das sei von der Natur so eingerichtet und so. Erst einmal muss man sagen, Liebe
genau wie Homosexuelle, interessanterweise. Liebe wie Homosexuelle, jetzt mal naturtechnisch betrachtet, sind ja irrational. Das muss man mal denken. Liebe ist irrational und hat nicht, muss nicht zwangsläufig mit diesem rationalen Grund der Fortpflanzung in Verbindung gebracht werden. In einem Sachbuch steht sowieso drin, bei den modernen Menschen ist die Fortpflanzung sowieso von der Liebe konsequent getrennt. Und ich finde auch, diese 1:1 Verbindung zwischen Liebe und Fortpflanzung sollte man anders betrachten. Und zwar in der Form, dass man es, wie sich auf 4 oder 8 Ebenen betrachtet. Und die Liebe ist eine Ebene unter, wie sich 8 Ebenen, die zwischen 2 Menschen ablaufen kann. Und kann, soll, darf, muss getrennt werden von der Fortpflanzung. Ist irrational, Fortpflanzung ist rational. Und Liebe beruht auch ein bisschen auf anderen Sachen als Fortpflanzung. Sagen wir es mal so. Dann wird auch gesagt, das sei eine psychische Erkrankung, Homosexualität. Das ist einmal aus 2 wichtigen Gründen. Ist die Sache mit der psychischen Erkrankung kein Argument, um Homosexuelle zu deformieren? Erstens, eine psychische Erkrankung, darunter leidet man. Man leidet unter einer Krankheit. Der Homosexuelle leidet nicht. Und zweitens, nicht jetzt in den falschen Mund kriegen, ich sage das nur jetzt einfach mal so, selbst wenn es eine psychische Erkrankung wäre, was es zu 100% nicht ist, ist das wiederum kein Grund, jemanden herabzuwürdigen. Wo wären wir denn, wenn wir jeden, der Demenz hat, herabwürdigen? Das wäre, na gut. Ein weiteres Gegenargument gegen Homosexuelle ist, dass Kinder ein männliches und weibliches Rollenvorbild brauchen bei den Eltern, Familien, was auch immer. Man darf aber dabei eines nicht vergessen. Dazu gehören immer auch die Kinder, weil die Kinder das auswählen. Und man weiß, dass Kinder die Fähigkeit besitzen, sollten sie bestimmte Rollen in ihren Familien nicht haben, dass sie diese, also die passenden Rollen, männlich oder weiblich, in ihrem Freundeskreis ebenfalls suchen und finden. Gesellschaftlich betrachtet sind Homosexuelle immer der Sündenbock für Probleme, die eigentlich gesellschaftlich begründet sind, beispielsweise in der Politik. Zum Beispiel auch das mit dem Adoptionsrecht, und das ist eigentlich eine Sache, die sich um die Politik zu kümmern hat und nicht die Schwulen. Schwule sind auch sehr oft ein Feindbild, vor allen Dingen von Leuten, die wirklich in einer Schwarz-Weiß-Welt leben, wie Nazis, weil die Schwulen passen da nicht rein in dieses Schwarz-Weiß-Bild. Und sie werden oft für Sachen schuldig gesprochen, wo es andere Ursachen gibt. Beispielsweise wird auch gesagt, dass die Homosexuellen die Jugend verwirrt oder sie in die Richtung bringt oder durch den Einfluss Homosexuelle selber homosexuell werden würden. Das ist zum Beispiel auch ein typisches Beispiel, dass die Ursachen eigentlich woanders liegen und nicht bei den Homosexuellen. Also niemand kann bestimmen, welche sexuelle Richtung er einlegt. Das ist immer eine persönliche Lebensgeschichte. Da entwickelt man sich selber hinein, und da haben die Eltern eher was damit zu tun als externe, sag ich jetzt mal, Einflüsse von außen. Also ich gehe davon aus. Es gibt ja Leute, die sagen, die Eltern sind da völlig außen vor und das ist alles genetisch. Nee, sehe ich nicht so. Es ist ein bisschen zu einfach mit den Genen. Und das darf man auch nicht falsch verstehen, dass ich das von einer Verantwortung spreche oder so. Ich rede von Einflüssen. Nicht, dass man das hier falsch versteht.